Wie gesagt, es geht direkt weiter. Schade für euch, würde ich sagen. Ich meine, ihr wolltet es ja nicht anders. Also kriegt das auch nicht anders. Nicht wahr? Oh Gott. Willkommen zum Massaker. Okay, jetzt beginnt das Riesenmassaker überhaupt. Hat so ein bisschen was von einem Endkampf. Ah, naja, Endkampf nicht, aber. So einem langsam zum Ende kommenden Kampf. Und wir wissen ja, dass es langsam sich dem Ende nähert. So ist es ja nicht. Auf geht's, weiter geht's zur Markerkammer. Der lebt, das ist klar. Ich bin manchmal so stupid. Der lebt nicht, war doch nicht klar. Isaac, wo bist du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Also Nicole hilft. Nicole hilft uns jetzt. Ein Geist, ein Toter, aber scheiß drauf, sie hilft uns. Okay. Hauptsache, sie hilft uns. So, ja, hi, komm mal her. Kammerfeld, Forschungslog 43509. Mir gehen die Formeln der letzten Sitzung von Patient 4 nicht aus dem Kopf. Die finale Konfiguration scheint in Reichweite zu sein. Ich könnte sie fast selbst lösen. Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis, dass es fast erscheint, als wolle er, dass wir Erfolg haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbädern nachweisen zu lassen. Was war das jetzt? Da ist ein Speicherpunkt und wir sind auf jeden Fall noch Gegner. Seit wann können die sich in Luft auflösen, hä? Hä? Sag mir das. Seit wann? Habe ich die Uhr neu gestartet oder nicht? Nein, habe ich nicht. Scheiße. 9,5. Wie viel bin ich jetzt?
19, also ich bin seit 5 Minuten am Aufnehmen, ja, 5, okay. Ich hab vergessen, die Uhr neu zu starten. Wie sieht es mit Munition aus? Ja, ich bin. Oh, wir haben so viel Plasma-Cutter-Munition, komm. So, mit meiner stärksten Waffe kann ich jetzt endlich mal ein bisschen was machen, ja. Hi! Verrecke! Ein bisschen der verschwenderischen Spielen, ne? Inventar voll, jetzt tatsächlich, ich habe es geschafft, dass mir Inventar voll ist, obwohl ich so ein Monster-Inventar entferne. Genial. Alles ist gut. Da. Okay. Bitte keine Stalker. Überall Schächte, okay. Aber wenn jetzt gleich was aus dem Schacht kommt, sollte ich mich nicht unbedingt wundern. Warum ist das dieses Loch direkt über der Workbench? Ist doch affig. Wisst ihr was? Zu viel Sachen haben wir dabei, alles klar. Wir packen das hier weg. Zack, entfernen. Und den Rubinleiter will ich dafür mitnehmen. Das war eine Bronze, das war eine Bronze. Okay, wir haben so viel Munition, so viel Scheiß. Das ey, ganz ehrlich, hier, das hier, ne? Das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Der andere Scheiß bleibt hier liegen, weil ich brauche davon hier nicht mehr so viel. So, Workbench. Was? Oh, fuck, fuck, fuck. Oh Gott. Da passt man einmal nicht auf, Alter. Ich wusste, dass das irgendwann mal passieren würde. Ja, die Musik kann jetzt auch gerne wieder aufhören. Danke. Ah, da fuck, gehe ich auch so richtig hier eiskalt an die Workbench und während ich an der Workbench bin, kommt da so ein Scheiß wie. Schreckt so viel. Okay, wo waren wir? Wir wollten den Rick ein bisschen aufhören. Ach, wo wollten wir? Ach, ich wusste nicht genau, was ich damit machen soll, genau. Ja, egal, wir machen das Rick hier voll. So. Okay. Noch mal ein bisschen mehr Schaden. Ich nehme an, dass es nur beim Schlagen und so zählt. Ich weiß es nicht genau. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da lang. Okay. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Egal. Egal, Hauptsache, ich habe da irgendwas aufgenommen. Was auch immer es sein mag.
Na, nicht schon wieder Stalker, warum? Habe ich jetzt gerade das Licht ausgeschaltet? War das klug? Ach komm, ey. Komm doch. Scheiße, okay, jetzt habe ich ein fettes Problem. Was wollt ihr, hä? Da lebt auf jeden Fall noch was, da lebt auf jeden Fall noch was, du da, hey. Und da kommt es angelaufen. Was ist das? Ah, schön durch die ganzen Eingeweiden hier laufen, ja. Audiolog. Forschungslog 16671. Wir hatten heute einen Durchbruch. Es ist das gleiche Signal. Demenz, Codes und Baupläne werden alle von dem gleichen Signal des Markers hervorgerufen. Nur die Leute unterscheiden sich. Kluge Menschen sehen Codes und Baupläne. Für alle anderen sind es nur Geräusche. Geräusche, die einen in den Wagen treiben. Okay, wir können jetzt theoretisch los. So, hier haben wir aber noch einen Knoten. Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. Das Spiel, ja. Der ist schon kaputt. Was ist das? What the fuck is going on here? Habe ich wieder irgendwo von zu viel? Geht diese Strahlenmunition aus dem Haufen. Also ich glaube, sterben werde ich in nächster Zeit nicht, weil ich habe so viele Medipacks. Wäre schon ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt sterben würde. So, ich hatte 5 Minuten aufgenommen. Wie weit bin ich jetzt? Bei... Ja, okay. Bis gleich.